Sony hat gestern Abend die Preise, die Veröffentlichungstermine und das Start-Line-Up für die PlayStation 5 angekündigt. Wir wissen jetzt also, dass die Konsole mit Blu-ray-Laufwerk 500 Euro kosten wird, ohne Blu-ray-Laufwerk nur 400. Wir wissen, dass sie am 12. November rauskommen wird, allerdings nur in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. Im Rest der Welt, also auch in Europa, wird die Konsole ab dem 19. November angeboten. Dafür gibt es zum Start aber ein ziemlich spannendes Spiele-Line-Up, auch wenn es da noch etwas Verwirrung um eventuelle PC-Versionen gab und auch wenn da die schlechte Nachricht mitkam, dass tatsächlich einige Next-Gen-Spiele teurer werden. So liegt nämlich die unverbindliche Preisempfehlung für das Remake von Demon's Souls bei inzwischen 80 Euro. Ob sich alle Händler an diesen Preis halten, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Die Neuauflage für das 2009 damals für die PlayStation 3 veröffentlichte Demon's Souls, also das erste Souls-Spiel von From Software, war lange ein Gerücht, wurde vor einigen Monaten offiziell angekündigt und jetzt ist es tatsächlich einer der Launch-Titel für die PS5 und damit sind wir auch schon bei den Launch-Titeln von den Sony-eigenen Studios. Da können wir dann auch gleich bei Destruction All-Stars weitermachen, das am 12. November für die PlayStation 5 rauskommt und ebenfalls 80 Euro kosten soll. In dem Fahrzeug-Action-Spiel von Lucid Games sollt ihr im besten Destruction-Derby-Stil so viele andere Wagen vernichten wie möglich. Ihr könnt dabei eure Gegenspieler entweder mit den zahlreichen an den Autos selbst angebrachten Gadgets zerlegen oder sie in Fallen stoßen. Sollte euer eigenes Fahrzeug dabei zerstört werden, ist das aber noch nicht das Ende des Multiplayer-Wettkampfs, denn dann geht's zu Fuß mit Parkour-Einlagen über die Arena weiter. Für nur 60 Euro gibt's Marvels Spider-Man Miles Morales, allerdings nur in der Standard-Edition, wo tatsächlich auch nur dieses Ablegerspiel dabei ist. Wenn ihr dazu auch noch das angekündigte Remaster vom Hauptspiel, also vom Marvel Spider-Man haben wollt, dann müsst ihr die 80 Euro teure Ultimate Edition kaufen. In der sind dann auch alle DLCs dabei und für das ursprünglich für die PlayStation 4 veröffentlichte Hauptspiel gibt's hübschere Charaktere, Raytracing-Effekte, bessere Lichteffekte, mehr Fußgänger und die Option in 60 FPS zu spielen soll heißen, es wird nicht automatisch in jeder Auflösung mit 60 FPS laufen, sondern es gibt so eine Art Performance. Für 70 Euro gibt's zum Start der PlayStation 5 Sackboy A Big Adventure, ein Ableger 3D Jump'n'Run der Little Big Planet Serie. Anders als bei Little Big Planet scheint diesmal aber tatsächlich das Jump'n'Run und Platforming-Gameplay im Mittelpunkt zu stehen und nicht so sehr auch die Levelbau-Features. Dafür gibt's diesmal aber auch richtiges 3D-Gameplay und außerdem könnt ihr das Spiel mit bis zu 3 weiteren Spielern zusammen erleben. Gar nichts bezahlen müsst ihr hingegen für den 3D-Plattformer Astros Playroom, denn der ist auf jeder PlayStation 5 vorinstalliert und führt euch durch 4 verschiedene Spielwelten, um euch in so einer Art Tech-Demo mal zu zeigen, was die PlayStation 5 so kann und vor allen Dingen, was der neue DualSense-Controller in Sachen haptischem Feedback so alles kann. Denn während die vorherigen Astro-Spiele eher als PlayStation VR-Tech-Demos galten, ist diesmal eben das neue Eingabegerät der Fokus dieses Spiels. Und damit ist die Liste der PlayStation 5 Launch-Titel von Sony eigenen Entwicklerstudios auch schon wieder durch. Aber Sony hat sich noch was überlegt, damit ihr zum Start der PlayStation 5 nochmal mehr Spiele auf der Konsole erleben könnt. Es gibt nämlich jetzt dann die PlayStation Plus Collection, kostenlos für alle PlayStation Plus Nutzer. Und die bringt massenweise PlayStation 4 Titel auf die PlayStation 5. Mit dabei sind First- und Third-Party-Spiele, unter anderem Battlefield 1, Batman Arkham Knight, Bloodborne, Days Gone, Detroit Become Human, Fallout 4, Final Fantasy 15, God of War, Infamous Second Son, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Persona 5, Ratchet & Clank, Resident Evil 7, The Last of Us Remastered, The Last Guardian, Uncharted 4 und Until Dawn. Diese und noch viel mehr PlayStation 4 Spiele werdet ihr zum Launch der PlayStation 5 mit der PlayStation Plus Collection ohne zusätzliche Kosten, abseits eben vom PlayStation Plus Abo, auf der PS5 spielen können. Das sind jetzt keine Remaster oder in irgendeiner Weise angepassten Versionen, aber immerhin, es erweitert das Portfolio dessen, womit ihr im November losspielen könnt, doch nochmal deutlich und ist so ein bisschen die Antwort von Sony auf den Xbox Game Pass. Außerdem unterstützt die Konsole zum Launch natürlich auch fast alle PlayStation 4 Spiele. Ihr könnt also eure alte Spielebibliothek einfach auf die neue Konsole übertragen.
So, das waren jetzt aber natürlich noch nicht alle Launch-Spiele. Jetzt kommen wir mal zu den Third-Party-Titeln. Fangen wir mit zwei Spielen von Ubisoft an, die für die PlayStation 5 bestätigt sind. Das wäre natürlich erstmal Assassin's Creed Valhalla, wobei da noch nicht klar ist, was eigentlich die Optimierungen sind. Raytracing wird das Spiel ja grundsätzlich nicht unterstützen, aber wahrscheinlich wird es höhere Frameraten, höheren Detailgrad, natürlich schnellere Ladezeiten und höhere Auflösungen geben. Das andere Open-World-Spiel von Ubisoft, das es zum Launch der PlayStation 5 direkt in einer entsprechenden Version geben wird, ist Watch Dogs Legion. Und da dürften die Verbesserungen ziemlich klar sein, denn Legion unterstützt ganz offiziell Raytracing. Die PC-Version, die Ende Oktober rauskommen wird, wird dann auch schon Raytracing-Effekte drin haben. Und auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series X werden wir sie dann im November auch erleben können. Ebenfalls Raytracing-Effekte gibt es für Fortnite, dass es zum PlayStation 5 Launch auch in einer angepassten Fassung für die neue Konsole geben wird, mit eben diesen neuen Lichtschatten- und Spiegelungseffekten, die aber auch vorher schon in Form eines kostenlosen Updates für den PC veröffentlicht werden. Was genau die Next-Gen-Verbesserungen bei Destiny 2 sein werden, wissen wir nicht, aber mit dem Add-on Beyond Light, also jenseits des Lichts, wird es auch eine PlayStation 5-Version von Bungies Loot-Shooter geben. Sämtliche eventuellen grafischen Verbesserungen davon sollte es aber natürlich auch auf den anderen Plattformen dann geben, mit Ausnahme natürlich der aktuellen Konsolengeneration, also PlayStation 4 und Xbox One X. Eine dedizierte PlayStation 5 Version wird es auch von Call of Duty Black Ops Cold War, also dem nächsten Serienteil der Shooter-Reihe, geben. Da gab es ja auf dem PC schon im letztjährigen Modern Warfare Raytracing-Effekte. Solche Effekte werden jetzt natürlich auch in der PlayStation 5 Version von Cold War dabei sein. Außerdem rechnen wir mal mit höheren Frameraten und besseren Auflösungen als bei der PlayStation 4 Fassung. Genaue Details zu den Verbesserungen sind aber wie bei vielen der Third-Party-Spiele bislang noch nicht eingetrudelt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen für jeden dieser Titel nochmal eine einzelne Pressemitteilung mit detaillierteren Angaben zu den Verbesserungen veröffentlicht werden wird. Das wird in einigen Fällen auch bitter nötig sein, denn kurioserweise taucht Cyberpunk 2077 in der ein oder anderen Liste der Third-Party-PlayStation 5-Launch-Titel auf. Das ist aber ein bisschen komisch, denn ja, Cyberpunk kommt am 19. November raus und wird in der PC-Version auch Raytracing-Effekte mit drin haben, aber eigentlich ist die Next-Gen-Konsolen-Version offiziell erst fürs nächste Jahr angekündigt, in Form einer eigenständigen Version bzw. in Form eines kostenlosen Upgrades für Besitzer der PlayStation 4 und Xbox One-Version. Macht euch da also bitte noch keine allzu großen Hoffnungen, dass ihr tatsächlich die richtige PlayStation 5-Version schon ab dem 19. November auf der neuen Konsole spielen werdet könnt. Wahrscheinlich ist hier nur die PlayStation 4-Version gemeint, die natürlich dann auch auf der PlayStation 5 läuft. Und ein weiterer Wackelkandidat in der Third-Party-Liste ist Dirt 5. Da kommt das Spiel für PC, PS4 und Xbox One am 6. November raus. Für die Xbox Series X kommt es am 10. November raus, also am Release-Tag der neuen Microsoft-Konsole. Und für die PlayStation 5, ja, da gibt es noch keinen genauen Termin. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn das dann am 12. bzw. 19. November ebenfalls einfach im Launch-Line-Up der PlayStation 5 dabei ist. Denn wenn es ja auch schon die Xbox Series X-Version gibt, was spricht dann gegen die PS5-Fassung? Eine angepasste Next-Gen Special Edition wird es auch für Devil May Cry 5 geben, sowohl für die PlayStation 5 als auch für die Xbox Series X. In der neuen Version ist unter anderem Raytracing dabei. Es gibt aber auch Virgil als spielbaren Charakter und zwei neue Spielmodi, unter anderem einer, in dem deutlich mehr Gegner in den Kampfarenen unterwegs sind. Zu den Auflösungen und Frameraten gibt es auch Details. Ihr könnt entweder in 4K und 30 FPS mit Raytracing spielen oder in 1080 und 60 FPS mit Raytracing oder ihr deaktiviert Raytracing und könnt Frameraten bis zu 120 FPS erreichen. So, und dann haben wir noch einen letzten, definitiv bestätigten Third-Party-Titel für den Launch der PlayStation 5 und das ist Godfall. Das Spiel wird es ab dem 12. November für PC und PlayStation 5 geben und das Ganze ist ein Loot-Slasher, also ein Third-Person-Action-Spiel, bei dem ihr viel Loot einsammeln könnt, das ihr mit bis zu zwei weiteren Mitspielern erleben könnt und zu dem wir demnächst auch nochmal ein ausführlicheres Vorschauvideo haben werden.
Das war's mit dem Überblick der Launch-Titel für First- und Third-Party-Spiele der PlayStation 5 ab dem 12. beziehungsweise bei uns dann ab dem 19. November. Und jetzt seid natürlich ihr gefragt, schreibt uns gerne, überzeugt euch dieses Launch-Angebot, also werdet ihr euch die PlayStation 5 zum Start im November gleich kaufen oder wartet ihr vielleicht aufs nächste Jahr, wenn dann eben auch Titel wie hoffentlich das neue Harry Potter, ganz sicher das neue God of War und weitere Spiele rauskommen werden.